Jo Leute, was geht's hier? Der Devil of Tanks, beziehungsweise bin ich ja nicht mehr der Devil of Tanks, sondern ich habe meinen Kanalnamen geändert und mein komplettes Kanalbanner und sonst was geändert. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr der Devil of Tanks, sondern ich heiße wie auch im Ingame der Black Seven. So werde ich auch mich wahrscheinlich weiterhin nennen, denn ich muss zugeben, dieser Name, der Devil of Tanks, war dann so spezifisch auf das Spiel bezogen, halt auch aufs Panzerspiel, ne? Deswegen habe ich mir den Namen anders gegeben, sage ich mal. Und ja, jetzt heißt ich der Black Seven. Ich muss mir das jetzt wieder abgewöhnen, ne, dieses The Devil of Tanks zu sagen. Aber das kriegen wir hin. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, das während ich weg war, hat sich das Spiel mal so spontan gesagt, ich mach mal Update auf 9.14. Ich so, alles klar. Und damit ist auch die neue Physik Engine reingekommen. Also nicht Physik Engine, sondern neue Physik an sich. Das heißt, man hört jetzt viel geilere Abpraller. Auf jeden Fall sehr viele Sachen dabei. Ich will da gar nicht drauf eingehen. Ihr wisst es bestimmt schon eh früher als ich. Genau. Und heute haben wir den ES7 am Start. Ich weiß, er müsste schon gestern dran sein, aber ich war gestern richtig faul und müde. Also habe ich das auch kein Video gemacht. Wäre ich ja richtig sozusagen unter Muss gestanden. Aber heute habe ich mir gesagt, komm, mach mal eins. Und ja, es ist auf jeden Fall, ich hoffe mal, man hört das Spiel dann besser auch. Also ich habe da, bei mir hat sich ja die ganzen Einstellungen da ein bisschen, ja, auf Maximum wieder getan und so. Deswegen habe ich das ein bisschen auf 50%. Ich hoffe, man hört mich dann immer noch super. Vielleicht hören mich gar nicht ein paar Leute hören, ne? Aber man weiß ja nie. Auf jeden Fall seht ihr schon mal auf die Panzer, die Motoren starten. Die waren nie an. Die sind jetzt gerade erst am Starten. Seht ihr, die starten. Bei mir ist er auch noch aus. Jetzt ist er an. Also das werdet ihr bei euch im nächsten Match besser sehen. Bei manchen Panzern startet der Motor erst. Und das finde ich halt richtig geil. Und ja, wir bewegen uns gleich mal zu. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu laut ist. Ja, ist schon ein bisschen laut. Ja, auf jeden Fall muss ich da kurz nochmal in den Ton rein. Ja, ich weiß, ich mag das ungern. Machen wir das so. Ich hoffe, das wird dann auch einigermaßen gut sein. Auf jeden Fall. Viele Veränderungen sind hier passiert. Viele HD-Modelle sind reingekommen. Auf jeden Fall die neue Physik Engine heißt Driften für Panzer-Scouts. Viel geilere Schussgeräusche sind rausgekommen. Alles Mögliche. Ihr hört es ja schon hoffentlich. Tanken wird geil sein. Man kann jetzt Panzer umkippen, umdrehen und sonstigen. Das machen mit den Panzern. Also ist lustig. Und. Ja, ihr seht schon, das hört sich richtig geil an. Und die Panzer wackeln auch beim Bewegen. So, da ist ein E-75, der interessiert mich jetzt gerade wenig. Den habe ich nicht getroffen. Wir haben zwar eine Arti. Der ist down. Leider ist er down. Den sehe ich nicht. Doch. Nicht durchgekommen, also abgeprallt sogar. Ich hätte ein bisschen mehr dahin schießen sollen. Der tankt ja nicht schlecht. Ich hoffe, der Fender kommt noch mal hoch. Aber ich weiß, dass wir jetzt mit mir 100 Tirol losfahren und wir werden pushen. Ich hoffe, wir werden hier keine richtig krasse Niederlage erleben. Wie damals. Die letzten zwei Male. Der 50B locker, easy peasy, schießt einfach mal uns rein. Ja, ich bin wieder das erste Ziel. Okay, er kommt bei mir ziemlich gut durch. Nicht fair. Untere Wanne ging nicht durch. Interessant, aber wir pushen sie gerade richtig extrem. Der Kollege ladet eh nach. Da können wir ein bisschen unsere Zeit lassen. Wieder nicht durchgekommen. Das ist halt der Durchschlag vom Panzer, der reicht halt nicht immer. So, da ist er 50B wieder. Schaut sich das an, der schießt auf mich nur. Mit Gold wahrscheinlich auch, weil normalerweise. Ja, doch, in die Spitze ist er durchgekommen. Hat jetzt aber kassiert von mir einen schönen Heady, sag ich mal. Der ist jetzt tot. Wunderbar, ich dachte schon, dass ich hier nicht durchkomme. Das sind T62A. Der brennt jetzt. Der haut jetzt auch ab.
Das wäre eine gute Entscheidung. Die Captain ist jetzt langsam weg, aber die werden da lange brauchen. Und auf mich schießt der 50B. Der kann bei mir hier durch. Ja, da sieht man schon, dass er 100% mit Gold schießt. Alles klar, der Schuss hat seinen Hänger gehabt. Auf jeden Fall muss ich mich da jetzt natürlich wieder neu einlernen. Ne? Ich muss ja damit irgendwie klarkommen können. So, der 50B ladet natürlich schnell nach. Und wo bist du? Das ist ein Tiger 2. Auf mich hat gerade der 50B, nein, irgendjemand anders hat auf mich geschossen. Das war der T49. Dieser Dreckspanzer, den ich ja eigentlich gar nicht mag, weil er ist einfach nur nicht gedacht, als Scout zu spielen. Klar, es ist schön besonders an dem, aber naja, ich sag mal jetzt nichts dazu. So, auf jeden Fall erstes Match schon mal gewonnen, das ist schon mal gut. Natürlich haben wir jetzt viel kassiert, leider auch irgendwie. Also ich habe festgestellt, dass man bei mir, also ich habe heute paar Sachen gemacht und mit dem Panzer musste ich halt ein bisschen was machen. Komm, schießt du. Wunderbar aus der Fahrt. Zwar muss ich da ein bisschen abbremsen, aber es hat gereicht. Ja gut, die kriegen wir auch noch down. Also ES7, sage ich mal so, mit dem Panzer kannst du spielen, ohne Probleme. Also der ist jetzt nicht schwer zu spielen. Das heißt, du kannst da locker auch in 10er spielen, gewinnst auch dementsprechend nicht immer nur am Verlieren. Ne? Das heißt, du verlierst ein paar Mal, gewinnst aber dementsprechend auch wieder ein das andere Match, weil der Panzer verzeiht noch einiges. Ne? Aber, dieses Aber ist halt, man weiß ja nie, was Patches bringen. Zum Beispiel diese Physik Engine kann eben die Panzerung vielleicht verschlechtert haben, keine Ahnung. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ne? Nur weil das jetzt gerade bei diesem Match ist oder bei irgendeinem anderen, wo ich das getestet habe, dass das so war, aber es kann sein. Wir wissen es nicht, aber es kann sein. So, der eine haut da ab. Der Badget macht sich so die Kills da schön. Schau, ich hätte gedacht, dass ich den kille. Kille. T62A haut ab. Gekettet. Leider. Aber so kann ich denen wenigstens die Chance geben, auf ihn zu schießen. Jetzt hat er sich reparieren müssen. Aber wir rushen den Down oder die Arti killt ihn. Einer von beiden wird das schon tun. Der kämpft über Turm. Ich nehme den als Deckung einfach. Weil dann rush ich ihn einfach down und dann war's es. Klar, ich könnte auch sterben, aber wir rushen nie. Yay, zweiter Kill. Wunderbar. Und ihr seht schon, man kann richtig geil driften und wenn man zu schnell fährt, was ich auch gesehen habe, wenn du zu schnell fährst, sag ich mal, du fährst 50, 60 Sachen, ne, mit Scout und du wirst gekillt. Du fährst noch diese paar Meter weiter und dann bleibst du das stehen. Das heißt, du driftest praktisch weg. Also ja, die wollen da bei mir SH machen, aber ich habe keine Lust. Und mach mal weiter. Och, das wollte ich gar nicht anklicken. Egal, es hat sich sowieso gerade gelegt wieder. Wunderbar, nur eine Arti. Also eine Arti hat HD-Modell bekommen. Voll unverdient. Ich bin voller Hass. Ich lieber kriegt jetzt mein Objekt 263, diese HD-Modell. Das wäre viel schöner. Oder keine Ahnung, noch in dem Panzer, den ich nicht habe. IS-4 habe ich ja schon im HD-Modell. T57 Heavy. Der ist, glaube ich, nicht im HD-Modell noch. Aber es wäre schön, mal den zu sehen. So, dann schauen wir mal. Zweites Match. Hoffentlich noch Glück. Mit dem Panzer musst du eigentlich nicht viel ausziehen. Oh, wir haben den Schatzi. Ich hoffe, der wird uns ein paar Sachen gut machen. Mit dem ist es ja so. Du musst dich so rausfahren, dass der Gegner einfach keine Chance hat zu entkommen. Beziehungsweise überraschen. Immer diesen Überraschungseffekt an deiner Seite haben. Oder sprintet aus der Ecke raus und denkst du, ja, ich piek mal schnell, guck mal, wer da ist. Und dann, boom, weg ist er. Also klar, meistens ist er weg, aber meistens auch überlebt er, wenn du halt Gold geladen hast und nicht durchkommst in die schwächste Stelle. Was ich eigentlich dachte, der Patch kommt gar nicht so früh draußen, ne? Also so schnell raus kommt er gar nicht, weil ich dachte, hä, die haben doch irgendwas abgesagt und dies, das und auf einmal doch. Oh, Hannes Gott, mit mir im Zug spielen, was willst du von mir? Hallo?
super gescoutet. Also ich glaube 10 auf 10 von 10 Punkten kriegt er dafür. So extrem habe ich auch noch keine Scout gesehen. So, die haben keine TDs. Ja gut, einen, aber der ist ungefährlich für die Verhältnisse. Auf jeden Fall, die Physik muss man sich daran gewöhnen, ein bisschen. Ist ein bisschen anders. Oh, jetzt hat er mich geblockt. Ja, kassiere. Ich habe sehr viele geblockt, aber er gespottet. Was macht denn der? Er sieht zum Beispiel gar nichts. Ja, schieß auf mich so viel, wie du willst. Der Forst 115B. Treffen ist unmöglich. Ich hoffe, solange die Arti nicht auf mich schießt, dann passt es ja. Tanken müsste ich die ja eigentlich, die Schatzis. Kette verloren. Und ja, wenn man gespottet wird, gibt es ja auch diesen Ton wieder, der früher mal da war. Da war ich aber, glaube ich, noch nie im IoT drin. Da war ja schon viel zu alt, der Ton. So, ich hoffe, ich werde nicht von der Arti einmal kassieren. Oh, komm raus, bisschen. Bisschen. Auch nur ein bisschen von dir zu sehen. Oh, der hat richtig gut kassiert. Ah, ich komme da jetzt nicht durch, schade. TVP ist noch in der Mitte. Ich muss gucken, dass die halt nicht durchpushen bei uns, sonst wird es richtig lustig. Oh, der hat untere Wanne kassiert. Ja, jetzt kann er da nicht viel machen. TVP ist halt in der Mitte, da kann man eigentlich relativ wenig antun. D100, E100. Ja, wir pushen. Ich traue mich nicht zu pushen, weil das ist ein bisschen ein komplett anderes Feeling. Oh, hallo. Schade, ich dachte, ich hätte den Amorak gegeben. Ziemlich leicht bei solchen Panzern, aber anscheinend sagt das Spiel nein. Oh, Kollege, beruhig dich. Die Idee ist schön, aber die Umsetzung dementsprechend. Oh, ich brauche da Hilfe. Alles klar. Alles klar, kommen bei mir alle durch. Ich gebe ihn noch mit. Okay, ich weiß ja, wohin er geschossen hat. Kein Wunder. Jetzt wollte ich mich gerade beschweren, ey. So einer bin ich. Ich beschwere mich über jeden. Ja, IS-4, dein Leben ist gekommen. Den E100 zu tanken wird halt scheiße. Weil da denkt sich so einfach. Ja, jetzt kommst du nicht durch, Schatzi. Jetzt hast du deine Arschkarte kassiert, aber ich glaube, der ist tot, ja. Der ist da einfach reingerusht. Oh, mein Panzer wackelt hier schon ziemlich heavy. Oh, das kassiert aber nicht von mir. Was für ein dreckiger. Oh, das kassiert von dem. Ja gut, aber ich glaube, Gold ist hier auch im Spiel ziemlich heavy auch unterwegs. Aber egal, wir haben es geschafft. Zweite Runde. Noch zwei vielleicht oder eine, je nachdem, wie schwer die werden. Das sind jetzt 5-Minuten-Matches gewesen. Wie gesagt, ich muss mich dann noch einspielen. Ich hatte sogar heute Bock auf den TC50 Heavy, aber mein Computer ist noch nicht so vertrauenswürdig, wo ich sagen kann, komm, wir spielen einfach so just for fun drauf los. Leider funktioniert es nicht. Ich glaube, die Arti hat sich da richtig verkrochen, aber mal sehen, vielleicht haben wir Glück. Na. Aus der Hüfte kannst du auch vergessen zu schießen. Oh, sieht, man hört schon in dem Panzer, wie sich der Panzer da macht. Und wunderbar. 15, 7, 2 Kills. Viel kassiert leider. Ich dachte, wir tanken ein bisschen, aber wie gesagt, dieses Kettendurchdrängen, das ist schon ein bisschen komisch. Und dass er bei mir auch frontal so leicht durchkam. Ja gut, da konnte er mich ja auch in Ruhe ausziehen, da werde ich mich jetzt nicht beschweren. Zweite Klasse, viel Damage haben wir nicht gemacht. Dafür der E100 hat ein bisschen mehr gemacht, als er locker hatte mehr als gemacht als ich. So, oh, jetzt hasse ich immer diese Zugeinladungen oder sonst wer. So, machen wir weiter. Vielleicht ist es unser letztes Match, vielleicht nicht. Mal sehen. Also auf jeden Fall, es läuft besser. Oh, zwei Artis, zwei 10er Artis. Nicht so schön. Aber ich freue mich ehrlich gesagt auf den FV 215 Bilder 83, weil ihr hört schon den Wummenunterschied, also richtig Boom macht's.
Da machst du, ich habe mich fast erschrocken, wo ich das zum ersten Mal gemacht habe. Und das war nicht meine 10er, das war der T30. Und ich fahre mit meinem M103 da so zum Position halt, ne? Und da hat halt dein Gegner schon gesehen, er schießt drauf los, Mann. Ich dachte, meine Ohren platzen, Alter. Klar, der Ton ist halt auch lauter gewesen. Im Spiel habe ich ja gar nichts geändert davor, aber trotzdem. Früher, wenn du geschossen hast, nichts Besonderes, jetzt geschossen und fährst weiter. Aber hier kommt eine richtige Bombe, Mann. Also, je nach Panzer kommt schon eine fette Wucht auf dich zu. Ich hoffe, ich habe noch genug Durchschlag. Ja, 250 noch immer. 20 Durchschlag mehr als der. Oder 30 sogar als der E100. Und trotzdem kam ich bei dem halt natürlich schwieriger durch. Oh, Kollege, was machst du? So. Zwei Arti, drei Artis sogar. Oh, die dritte habe ich ja gar nicht gesehen. Um 60 Uhr aus von mir. Der Premium-Panzer, das ist ja auch ein Premium-Panzer. Also das ist der 10er Premium. Den gewinnst du ja durch Klangkrieger und den hier kann man sich kaufen. Ich kenne mich schon gut aus in WoT, also denke ich mal, dass ich das tue. Ne? Ich will jetzt nicht hier ins Detail gehen, aber so grob, oberflächlich mäßig sage ich, kenne ich mich da gut aus. Was Panzerung angeht, denke ich mal, habe ich da schon ein bisschen, ja, einiges an Wissen gesammelt durch über diese Jahre auch. Ne? Oh mein Gott, die haben ja richtig kassiert. Das Problem ist, wenn die Artis hier hinschießen können, ist schon vorbei. Mal sehen, ob sich jemand raustraut. TR-40 kämpft da. Ich finde das voll geil, man hört voll die Geballer, als wäre hier richtig Krieg. Oh Mann. Oh, angezündet sogar. Ah, ich hasse diese Leute mit ihren automatischen Feuerlöschern rumfahren. Richtig langweilig sowas. Ah, alles klar, ich kann mich nicht. Ah, alles klar. Oh mein Gott. Was geht denn hier ab? Alles klar, Arti kassiere ich noch. Was ist denn das? Wir werden hier einfach vernichtet, Mann. Dann muss ich dem 110er helfen hier. Alter, zum Glück habe ich das noch gesehen. Alles klar, Turm kaputt gemacht. Alles klar. Ich verstehe das nicht. Man sollte bei mir eigentlich gar nicht so durchkommen. Jagdjäger kommen bei mir durch. Ja, wunderbar. Alter, meinen ganzen Turm gekrittet. Das ist ja unglaublich. Ja, ich bin tot. Was kann ich machen? Mein Turm dreht sich gar nicht. Schade. Aber man sieht schon, M60 komplett falsch gefahren, STB1, keine Chance, die haben es einfach gerusht. Zwei, drei, vier Heavys gegen vier Heavys und trotzdem verkackt. Ja, weil das ganze Team einfach mit den ganzen Heavys da TDs ankam auch. Und haben sie es zerfetzt. Ja, die bringt ihnen voll viel, die Artis jetzt auseinanderzunehmen, aber die hätten uns da schon besser helfen müssen. Zum Glück habe ich das noch gesehen, aber ihr seht, ihr hat gar nichts gebracht. Der Jagdjäger hat mir irgendwie geschafft, den Turm zu kritten. Er stand nicht mal seitlich vor mir. Ich verstehe das Spiel nicht mehr. Eigentlich sollte der IS-7 der eigentlich unsterblichste Panzer, was Turm angeht. Also von mittlerer Korpuslage bis zum Turm sollte eigentlich undurchdringlich sein. Natürlich hat er diese eine Schwachstelle, die ich jetzt aber nicht verraten werde, die er da hat beim Turm in der Nähe, aber ansonsten sollte er undurchdringlich sein. Nein, kommt er mir einfach da durch? Also genau diese Stelle, wo er durchkam, habe ich nicht nachvollziehen können, weil Jagdjäger gut hat seinen Durchschlag, aber er sollte nicht da durchkommen. Und ich habe den Jagdjäger ehrlich gesagt gar nicht gesehen, wo er auf mich geschossen hat. Es gibt ja nur den einen Jagdjäger, komisch. Oh ja, die hätten auch vielleicht irgendwas mit den Reparatur updaten können. Zum Beispiel Kette jetzt ist unwichtig, Kette kann man ja als Kill, aber so allgemeine Sachen wie Turm, was halt richtig wichtig ist auch, dass die schneller repariert. Je nach Skills, die der Crew hat, kann man das ja halt upgraden.
Aber ich glaube, wir verlieren dieses Match locker, weil was bringt es denen? Was für Hack? Hier kann man, in diesem Spiel kannst du noch nicht hacken. Das Einzige, was du machen kannst, ist einen Bot reintun, der für dich farmt, aber mir nicht. So. 1500 Damage. Alles klar. Alles klar. Der Jagdpanzer lacht den einfach raus. So, dann schauen wir mal, ob sie da noch was machen können. Da ist ein Achter. Der T95E2. Das ist ein Jagdpanzer 100. Der Freund, dem ist kein Problem, komisch. Also ich würde da, glaube ich, mit 1500 Damage wäre ich schon ein bisschen angepisst. Also ich wäre, glaube ich, locker angepisst, weil was lüge ich da? Ich wäre richtig angepisst. Oh, er hätte sich nicht umdrehen müssen. Was passiert da noch von hinten, oder? Nee. Schnell ausgewichen noch. Die Cappen von uns. Die Artikappt. Auch nicht schlecht. Da kommen wir jetzt nicht durch. Das ist ja das Geile, wir können ja richtig geil driften. Also ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal wieder dran sind. Klar, die Leute, die von euch schon haben, es geht, haben Vorteil. Oh, der hat sich ganz schlecht entschieden. So richtig schlecht. Jetzt kann er sich so viel drehen, wie er will und tot ist er. Das war der Achter. Den kennt er auch ganz schnell. Wunderbar. Haben wir doch noch gewonnen. Also ich dachte, wir verlieren, weil die uns da richtig gepusht haben. Glück gehabt. Glück gehabt. Und dann machen wir noch das letzte Match. Und ich hoffe, dass wir diesmal nicht so krass gerusht werden. Ich hatte keine Chance. Das wäre ja richtig schlimm. Einfach merke ich, zack, von hinten kommen 4 Leute. Ich so, alles klar. Arti hat mich natürlich getroffen. Zum Glück halt nicht heavy, ne? War dieser eine Treffer, dass er mir, ich meine, okay, kam er durch. Meine Güte, beschädigt immer meinen Turm, aber doch nicht komplett zerstören, dass ich da ihn nicht mehr drehen kann. Das muss man ja irgendwie schaffen. Naja. Es gibt ja Leute, die haben das bei. Ich glaube, das kann man bei War Thunder, hat man auch diese ähnliche Physik halt, ne? Die ist halt noch extremer ausgebaut, wo die Panzer halt wirklich nur einseitig fahren können oder sonst was, dass dieses Kettensystem da anders ist. Und hier ist es halt nur, sag ich mal, erst im Anfangs, deswegen können sich die Leute da halt schon besser orientieren. Alter, der sieht aus wie so ein richtiger Zehner. Ah, in die 100 als Gegner. Ja, das ist schön, das machst du schön, die 100. Fahre in die Opposition. In die entgegengesetzte Richtung. Es wird uns so viel, viel bringen. Der Kollege sieht richtig. Also der Panzer sieht geil aus. Aber er ist viel zu groß für seine Verhältnisse und da kann halt auch nicht wirklich viel machen. Von kleinem Heim. Vieh. Da erinnere ich mich, da ist ein YouTuber drin gewesen. Jetzt ist er, glaube ich, in einem anderen Clan drin. Der hat unter Spaß gehabt. So, ich hoffe, ich werde nicht gespottet. Es wurden ja auch 3 Maps verändert, ne? Das habe ich auch noch gesehen, so auf ganz schnell. Heiliges Tal war das, glaube ich. Da haben sie was verändert auf jeden Fall. Und bei den anderen 2 Maps weiß ich nicht mehr den Namen. Beziehungsweise was sie da gemacht haben. Hier in 100. Die pushen von unten, das ist eine gute Idee eigentlich, aber. Okay. Wow, ich habe hier fast kassiert von meinem eigenen Kollegen. Ich will ihn seinen Nippel treffen. Wird mir aber, glaube ich, verwehrt. So wie ich das wissen könnte. Ich hoffe, bei mir kommt keiner mehr durch. Das wäre so die erste Sache. E100 reported Gold Faggot Die on Cancer. So, den Report mal. Und ja, das Spiel hat sich erledigt. Tut mir leid, dass ich so beleidigend bin, aber wie gesagt, Gold ist die Geburt des Bösen von mir.
Also, na gut, Leute. Auf jeden Fall hoffentlich, ja, ich wäre eigentlich schon zufrieden, hätten wir gestern das mit dem i7 gemacht und heute wäre halt der IS4 dran. Aber naja, hat sich halt so ergeben. Aber auf jeden Fall haben wir das Let's Play, was ja weitergeht. Da freue ich mich ja schon drauf mit dem Jagdtiger, mit dem Uni. Wird es auch lustig sein. Und mit dem, ja, was haben wir noch? Den M103, genau. Bei denen sind wir ja schon sehr bald beim 10 angekommen. Und ich habe gerade gemerkt, ich habe nicht so viele Zehner. Ich habe nur 7, 8 Stück, also ist nicht so viel, wenn man das so auf die Zehner verteilt. Es gibt ja noch einige mehr. Na gut, Leute, ich hoffe, es hat euch alledem gefallen und ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns dann morgen bei einem weiteren Part Let's Play WoW wieder. Bis dahin. Ciao.